Willkommen zurück zu einem neuen Part von Pokémon Impossible Crystal. Es ist etwas länger her, dass ich aufgenommen habe. Ich wollte eigentlich gestern schon aufnehmen, ich Idiot, aber ich habe nicht trainiert. Dumm. Also jedenfalls nicht alle. Ich wollte eigentlich alle auf 65 machen, hab's aber bei den meisten noch vergessen. Ich will kurz mal schnell was nachschauen. Ja, nimmt auf. Gut. Entschuldigung. So, ich wollte hier zeigen, was ich noch habe. Der Oktopus hat Aeroblast erlernt, warum auch immer ein Wasser-Pokémon Flugattacken erlernen soll. Ja, dann haben wir ihn, er hat noch Metal Claw dazu bekommen. Ich habe jetzt mal, was hat er gehabt, diesen komischen Kampfschlag da, ich habe den Namen vergessen. Da habe ich weggemacht, weil er ist ja nicht der physisch stärkste, hier hat sich nichts verändert. Und er hat nur noch Hidden Power dazu bekommen. Und Hidden Power ist ein Gras-Move, habe ich ja festgestellt. Also super effektiv gegen Wasser-Pokémon und gegen Gestein und gegen Boden. Und das kann von Vorteil sein. So, jetzt will ich nochmal gucken, ob ich es doch nicht hinkriege. Aha, ja, genau. Flup, flup. Okay, was ist das Ziel? Möglichst viele mit dem Oktopus kaputt zu machen, wenn es irgendwie geht. Sonst haben wir ein Problem. So, wollen wir mal schauen. Da haben wir ja. Lalalalalalalalala. So, genau. Das bis da waren wir ja. Und jetzt kommt der sich auf den Kopf dreht. Level 60. Ich bin der Oktopus. Ich bin over dir. Jetzt ist das Problem, dass der Aeroblast nicht viele KPs hat. Genau, weil er diese Scheiße macht. So, geh weg. Du bist tot. So, jetzt müssen wir ein bisschen gucken, was er sonst noch so am Start hat. Poliwash. Poliwash war ein Wasserkampftyp. Der Arkus fällt schon mal weg. Ich habe ein. So, der Arkus. Der Arkus hat ja jetzt eine. Ist ja nicht der stärkste, das ist das Problem. Der kann halt, ja, komm, wir versuchen mal mit dem Arkus. Ich bin mal gespannt, wie viel Schaden. Soll ich boxen in die Luft? Ich will mal gucken, wie viel der Arkus einen Schaden macht. Er ist ja nicht der Stärkste, er ist eher der Einstecker. Gucken wir mal, Hidden Power. Genau, ich dachte eben, das sind ja Pflanzen. Ich mache ja gar keinen Schaden. Da haut der mir aber stärker ins Gesicht. Cross-Chomp, das war die Attacke, deren Name ich vergessen hatte. Moonlight! Kitsching-ching! Ja, ich glaube nicht, dass ich das überleben werde. Oh, doch! Verdammt. Na gut, es war ein Versuch wert. Na gut. Oktopus, walte deines Amtes. Wham! So, wir sind gespannt, wie viel der Oktopus an Schaden macht. Okay. Ziemlich viel. Sehr viel. Elektrabus. Ja, da hatten wir ja letztes Mal das Problem. Genau. So, Steven. Jetzt müssen wir hoffen, dass wir schneller sind, sonst habe ich ein Problem. Sehr schön. Dom, 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 dom. Weil wenn ich ihn nicht weghaue, kriege ich einen Ice Punch ins Gesicht, der sich gewaschen hat. Sehr schön. Hoho. Hoho. Sehr schön, den haben wir weggemacht. Machamp. Ja. Auch hier muss wieder der Oktopus in das eingreifen. So, ich box auch in die Luft. Oktopus, walte deines Amtes. Sehr schön. Auch hier wieder Aeroblast ins Gesicht. So, wir mal gucken, wie viel Schaden das reinhaut. Da müsste Aua machen. Oh, sehr schön. Haben wir Glück, dass das alles One-Is sind im Moment. Ich habe lieber nicht so viele Aeroblasts mehr, deswegen muss ich ein bisschen Aua. Granbull. Das ist aber ein Normal-Pokémon. Er ist trotzdem ein Assi. Gut. Aber hier heißt es einfach, hier müssen wir
böse zurückhauen. Wum. Da müsste er eigentlich auf gelb stehen bleiben. Komm, einen Cross-Jump kannst du wegstecken. Das ist ja... Für das habe ich dich ja trainiert. Genau, sehr schön. Den stecken wir auch weg. So. Gudding, gudding. Bom. Sehr schön. Jetzt lädt mein Rechner wieder irgendetwas. Warum auch immer. Tut mir leid. What? Sehr schön. So, Prime Ape ist das letzte Pokémon. Ich werde einfach möglichst viel Schaden noch raushauen. Und dann... Wollen wir mal gucken. Tschüss, tschüss. Wum. Weil gewonnen haben wir sowieso schon. Also selbst wenn er mich jetzt mit Cross Jump weghaut. Ja, okay. Ist nicht mal notwendig. Sehr schön. Chucky, Chucky ist weg. Wow, lost. How about that? Where's the Storm Badge? Sehr schön. Wir haben den Storm Badge bekommen. Frage ich mich, was er mir für ein Item gibt. Ja. TM1. Normalerweise Dynamic Punch. Dynamic Punch. Ist jetzt hier TM1 immer noch Dynamic Punch? Ja, ist das. Ein Tag that always confuses. Ich glaube, der hat hier auch die Mechanik abgeändert, der Heckmacher. Ich glaube, Dynamic Punch ist jetzt eine Attacke, die, müsst ihr euch vorstellen, die trifft zwar jetzt immer, danke für Fliegen, die trifft zwar jetzt immer, aber das Ding ist, dass sie keinen Schaden, glaube ich, mehr macht. Und ich glaube, dass sie keinen Schaden mehr macht, aber dass sie halt einfach verwirrt. Genau wie Zap-Kanone, genau. Zip-Zap, der Zap-Cannon ist ja normalerweise eine Donnerattacke, die bösen Schaden macht. Aber hier jetzt natürlich in dem Playthrough nicht. Hier gibt sie dann nur ein Dings. Gibt sie dann nur sozusagen, paralysiert sie halt einfach bei jedem Treffer. Ich glaube jedenfalls. Weil steht Attack that always confuses. Ich glaube, das heißt wirklich, dass sie. Der will ich nicht. Ja. Spawnt mal nix, das ist sehr schön, sehr angenehm. Hatte ich jetzt auch noch nie. Ja gut. Zum Trainieren war es aber sehr praktisch in der ganzen Geschichte hier. So, wir spulen hier mal schnell vor. Ich muss mich nochmal im Ohr kratzen. Ah ja, so. Sehr vorbildlich, wie ich das hier mache. Speichern auch noch und dann heißt es ab die, zu der netten Dame und ihr sagen, dass wir die Medizin abgeholt haben. Damit Jasmin wieder in ihre Arena zurückkehrt. Dann schauen wir doch mal, was sie denn so für Pokémon auf Lager hat. Sie ist ja die 6. Arena-Leiterin. Jetzt gibt es in der Generation noch nicht so viele Stahl-Pokémon. Also, sicher hat sie ein Magnetilo. Das Stalos hätte ich hier gelassen. Magneton ist quasi Pflicht. Aber das war's eigentlich. So viele andere Stahl-Pokémon gibt es dann ja nicht mehr. Deswegen bin ich echt gespannt, was er ihr für ein Team gegeben hat. Hier. Ja, ja. Ja, ja. Oder er gibt ihr ein Ampharos. Einfach nur aus Spaß, weil sie hier ein Ampharos gepflegt hat. Palu, Palu. Okay. Oh, I'm so really. This is just so wonderful. Thank you so very, very much. I will return to the gym. Gut. Das Mädchen ist zurück in ihre Arena gegangen. Und dann werden wir ihr folgen. Das in Ultra Speed, dass das ein bisschen schneller geht. So. Wir schauen, was das nette Mädchen denn für Pokémon hat. So, jetzt bin ich gespannt. Stahl-Pokémon. Ich bin mir fast sicher, dass das Magnetilo da ist. Und da ich jemanden habe, der Bodenattacken hat,
können wir hier, glaube ich, ein bisschen aus dem Vollen. Ich bin gespannt, was sie hat. Thank you for your help at the lighthouse. But this is different. Please, allow me to introduce myself. I'm just me, a gym leader. I use the steel type. Do you know about the steel type? It's a type that was only recently discovered. May I begin? So, ich bin gespannt. Bin echt ein bisschen gehypt, was die Dame für Pokémon hat. So, wir sind gespannt. Sechster Team. Ja, das habe ich mit. Das war ja. Okay, Onkel Silo ist underleveled. Das ist nicht so gut. Aber vielleicht reicht's ja trotzdem. So, wir sind gespannt. Wie viel Schaden mache ich denn so auf dem Magneton? Wo ich 5 Level unter ihm bin. Genug? Genug. So, Magneton ist tot. Was ist denn das nächste? Ja, stimmt. Skizor war ja noch einer. Skizor. Jetzt bin ich mir überlegen. Du bist ein Stahlflugtyp. Du kannst sicher Cross-Chomp, aber ich werde trotzdem mal versuchen, einen Eisstrahl zu setzen. Das würde mich verwundern, wenn er nicht Cross-Chomp kann. Das würde mich natürlich aus dem Leben klatschen. Ice Beam. Oh, verdammt. Negiert der Stahltyp Eisattacken? Ja, okay. Dem können wir uns verabschieden. Wusste ich alles nicht. Ich habe schon mein erstes Problem. Ich habe gar nichts, das ich gegen den einsetzen kann. Weil Flug negiert das. Stahl hat das Einzige, was ihm Aua macht, ist Feuer. Puh. Und Geister und Psycho-Attacken machen ja auch keinen Schaden. Das Ding kann Cross-Jump. Wir gucken mal. Okay. Was hat der nochmal alles auf Lager? Hydro-Pumpe. Aeroblast. Na gut, das macht wenigstens viel Schaden, wenn es denn treffen würde. Er trifft auch nicht, dann sind wir schon zwei. Zick, zack, 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 zack. Ah ne, das ist ein normal Schaden. Ja, da müsste er aber ein bisschen Damage machen. Oh! 3000 XP, das nehmen wir doch. Ampharos. Genau. Ampharos kann er wieder machen. Habe ich mir fast gedacht, dass er sich gedacht hat, ja okay, wir haben hier... 75? Das ist plötzlich 10 Level über mir? Dum, 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 dum. War es nicht vorher noch auf 70? Hab ich was verpasst, meine Freunde? Oh nein. Das ist eine Drachenattacke. Okay, von dem dürfen wir uns auch verabschieden. Außer er steckt Outrage weg, was ich nicht glaube, wenn er 10 Level über mir ist. Ja. Habe ich mir noch fast gedacht. Gut, Kopf. Du bist ja nicht der Langsamste. Kitzig, kitzig. Wadam. Natürlich kann so ein Pokémon Outrage, was könnte es auch anders sein. Aber hey, wer bin ich, mich da zu beschweren? So, was haben wir hier? Steelix. Ja, da haben wir was. Das da nicht hin. Okay, nee, der war der Einzige, der auf 75 ist, warum auch immer. Okay. Na gut, wir ist noch nicht verloren. Okay, wir haben Hydrobombe. Komm, triff. Natürlich trifft's nicht. Oh, come on! Das ist doch eine dreckige Scheiße. Natürlich, genau dann, wenn ich diese Scheiße brauche, trifft er natürlich nicht. Hidden Power. Hä? Das sind Effekt Enemies, die... Hä, warte mal, hä? Hidden Power war Effekt... Seit wann ist Pflanze denn... Habe ich was verpasst? Okay. Das ist spannend. Ja, Psychokinese macht kaum Schaden. Das brauche ich gar nicht probieren. Na super. Na, wenigstens setzt sie keine Skyamore. Das wollte ich mir eben auch noch holen, das Vieh. Wadam, wadam, wadam. Mache ich halt trotzdem kaum Schaden.
Ja, ganz knapp verloren. Blöd. Blöd, blöd, blöd. Naja. Ich würde sagen, hier mache ich jetzt mal eine Pause. Es hat geklingelt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Part. Pokémon. Impossible Crystal, genau. Bis dahin sage ich, bis ich bin draußen. Auf Wiedersehen.